Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft hier auf der Map to Rivers. Ja, wie ihr seht, haben wir den Holzcontainer mittlerweile wieder bis ganz nach oben hin mit Baumstämmen gefüllt. Da passen jetzt vielleicht noch 2, 3 Baumstämme rein. Dann ist er auch wirklich wieder bis ganz nach oben hin gefüllt. Dann würden die weiteren Baumstämme dann rechts und links aus dem Holzcontainer rausrollen. Genau, und als nächstes werden wir jetzt auch weitere Baumstämme in den Holzcontainer einladen. Wir haben ja im vorherigen Teil auch mit dem Harvester, dem Ponzo Scorpion King, wieder, ich glaube, 4 oder 5 Bäume war es, haben wir wieder gefällt. Und da seht ihr, haben wir hier noch einige Baumstämme rumliegen. Da werden wir uns jetzt gleich mal 2 aussuchen. Hier liegen noch weitere. Werden wir uns jetzt gleich mal 2 aussuchen, die noch in den Holzcontainer einladen. Und dann werden wir uns auch wieder mal auf den Weg zum Sägewerk machen und das ganze Holz dort verkaufen. Genau, und dann sollten wir eigentlich auch fast, beziehungsweise dann sogar genug Geld haben, um uns den Harvester, den Ponzo Scorpion King, leisten zu können. Aber wir haben ja gesagt, dass wir erstmal noch warten, bis wir uns den kaufen, weil wir im Moment ja nochmal den Ponzo Scorpion King erst nochmal für, ich weiß gerade nicht mehr für wie viele Spielstunden, aber wahrscheinlich irgendwas, glaube ich, um die 21, 22 Spielstunden haben wir den, also Stunden hier im Spiel, haben wir den im Moment, glaube ich, noch geliehen. Ja, und solange wir den noch geliehen haben, werden wir uns den noch nicht fest jetzt kaufen. Erst sobald halt dann der Geliehene wegfällt, sobald der dann weg ist, werden wir uns den dann fest kaufen. So, hoffen wir mal, dass der reinfällt. Bitte roll rein. Bitte roll rein! Nein! Okay, das war schon irgendwie ein bisschen klar, dass es nicht passt. Warte mal, hier der eine Ast, den machen wir gerade mal weg. Wenn er schon so gut da hochsteht. Bietet sich auch gerade die Gelegenheit an, den hier mal wegzumachen. So. Also, lasst uns den Baumstamm nehmen und den einmal in den Holzcontainer verladen. Genau. Am Ende vom vorherigen Teil, da habe ich ja angefangen darüber zu reden, ob ich denn schon einen Führerschein habe oder noch nicht. Und beziehungsweise generell über ja meinen Führerschein. Also ich habe ja schon einen Führerschein, habe ich ja im letzten Teil schon ein bisschen was dazu erzählt. Zu dem Führerschein, den ich habe und so weiter. Und genau, da wollte ich aber in diesem Teil auch noch ein bisschen was dazu erzählen, damit da noch ein bisschen was einfällt, was ich euch dann noch zu dem Führerschein erzählen kann. Also irgendwie zu Prüfungen, generell, wie ich das so fand mit Fahrschule und so weiter. Und so weiter und so fort zum Führerschein an sich, wie das vielleicht aussieht, das Dokument, weil ist ja ein bisschen anderes Dokument als der normale Führerschein, sage ich mal, weil ich ja den BF17 gemacht habe. Da hat man ja erstmal, bis man 18 ist, nochmal ein bisschen anderes Dokument als den normalen Führerschein. Kann ich auch nochmal kurz so ungefähr beschreiben, wie das aussieht, das Dokument, der Führerschein dann, genau. Und sowas wollte ich ja jetzt nochmal in dem Teil nochmal ansprechen, genau. Also wie gesagt, im letzten Teil habe ich begonnen damit, euch ein bisschen was zu meinem Führerschein sozusagen zu erzählen, beziehungsweise ob ich einen Führerschein habe. Und genau, ich habe ja auch einen Führerschein und zwar ein Führerschein der Klasse B, also zum Fahren von Autos, zum Fahren von PKWs. Genau, das schließt ja noch die Klassen L und AM mit ein, also da kann ich dann auch noch Traktoren, also wenn man den Klasse B Führerschein hat, kann man ja noch Traktoren, also die Klasse M halt dann noch fahren, Klasse L noch fahren, das sind ja Traktoren. Ich glaube, wenn man da einen Anhänger dran hat, darf der Traktor nur 25 km/h fahren. Und ohne Anhänger darf er sogar, glaube ich, 40 fahren, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wenn ihr das genau wissen wollt, müsst ihr mal im Internet nachgucken. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Müsste ich auch selber nachgucken. Und AM ist ja dann auch noch inklusive bei dem Autoführerschein. Das ist ja dann halt, um Roller zu fahren und Quads. Das gehört ja, glaube ich, mit da rein. Also 45 km/h Roller und 45 km/h Quads, glaube ich. Beziehungsweise gewisse Kubikzentimeter Hubraumangabe darf man dann an Quads und Rollern fahren, genau. Die sind ja da beim Klasse B Führerschein dabei, allgemein, also bei BF17 und das sowohl auch dann halt beim Klasse B Führerschein. BF17 ist ja eigentlich der normale Autoführerschein, nur dass man halt schon ein Jahr früher macht, also halt mit 17 den schon bekommen kann, aber dann halt das so dabei ist, dass man halt wie der Name schon sagt, BF17 steht ja für begleitetes Fahren, also dass man halt in Begleitung fährt. Man muss halt dann, wollen wir den noch einladen oder, ja, so kommt, bam, richtig gut noch darüber gerollt. So, das reicht aber auch. Genau, BF17 steht ja für begleitetes Fahren ab 17 Jahren. Also man kann halt schon den PKW-Führerschein ein Jahr früher machen, als halt so, wenn man halt kein begleitetes Fahren hat. Also ohne begleitetes Fahren ist ja dann ab, also der Dings steht da unten. Ohne begleitetes Fahren ist ja, wo ist er hin? Fendt, hallo? Alter, wo ist der hingerollt? Wow, ist der weit runtergerutscht. Genau, begleitetes Fahren steht ja dafür, dass man halt unter Begleitung von vorher festgelegten Personen, die man halt, wenn man den Führerschein beantragt, festlegt, dann einträgt und dann halt nur unter Begleitung von diesen Personen fährt. Und die Personen müssen auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, dass sie halt als Begleitpersonen dienen können. Also müssen ein gewisses Alter erreicht haben, eine gewisse Zeit lang Führerschein haben, dürfen nur eine maximale Anzahl an Punkten haben. Ich glaube maximal 1 Punkt oder 2 Punkte, ich weiß nicht genau. Müsst ihr einfach da mal nachgucken, weiß ich jetzt nicht auswendig, wenn ihr da noch genaueres zu wissen wollt.
Genau, findet ihr auch alles eigentlich im Internet. Genau, da könnt ihr eigentlich das alles noch nachgucken mit den Voraussetzungen dafür. Genau, und da muss man halt, wo ist denn jetzt hier das, da unten ist der Punkt. Genau, also im Vergleich zum normalen, beziehungsweise wenn man Autoführerschein ab 18 macht, ist halt der Vergleich, der Unterschied zum BF17 halt, dass man halt da nur, beim BF17 erstmal nur, bis man halt 18 ist, in Begleitung fahren darf. Dann ab 18 kann man dann ganz normal halt auch, auch Auto fahren, wie wenn man den Führerschein gleich mit 18 machen, erst mit 18 machen würde. Also man kann dann direkt ohne Begleitung fahren. Sobald ich halt in 18 bin, kann ich also ohne Begleitung dann fahren. So, bitte bleibt alles drauf. Und ein bisschen ranschieben. Nee, passt eigentlich. Ziehen wir mal hoch. So, genau, also darf ich dann halt, wie gesagt, mit 18 darf ich dann halt ohne Begleitung fahren. Und solange ich noch 17 bin, ist es halt dann erst, darf ich halt erst nur mit Begleitung fahren. Und da kann man, ich weiß gar nicht, ob da eine maximale Anzahl an Leuten gibt, die man eintragen darf. Also ich habe auf jeden Fall zwei Personen eingetragen, und zwar halt meine beiden Eltern habe ich eingetragen. Und da muss halt ein Elternteil dann auf dem Beifahrersitz sitzen und dann kann ich halt dann fahren, genau. Und ab 18 kann ich halt dann auch ohne Begleitung dann ganz normal Auto fahren, genau. So viel erstmal dazu. Genau, einen Führerschein habe ich ja, beziehungsweise habe ich ja zwar schon im letzten Teil gesagt, aber für die, die es im letzten Teil nicht mitbekommen haben, im letzten Teil nicht geschaut haben, den Führerschein habe ich seit Dezember 2014. Ich habe jetzt mal hier geguckt, auf dem Führerschein steht auch genau drauf, wann ich ihn ausgehändigt bekommen habe. Und zwar habe ich den ausgehändigt bekommen am 15.12.2014. Da hatte ich meine praktische Führerscheinprüfung. Genau, und ich habe kurz noch zu den Prüfungen, also man macht ja eine Theorie, muss ja eine Theorie und eine praktische Prüfung ablegen. Ich weiß gar nicht, welche Theorie gemacht habe. War das November oder war das Oktober? Entweder November oder Oktober. Die Theorieprüfung darf man ja maximal 3 Monate vorm Geburtstag ablegen. Und die Theorie maximal 3 Monate vorm Geburtstag und die praktische Prüfung darf man maximal 1 Monat vor dem Geburtstag, also in dem Fall halt vom 17. Geburtstag machen, aber ich war zum Zeitpunkt, also zum 15.12.2014 war ich schon 17, habe also gleich dann nach der Prüfung von meinem Prüfer dann den Führerschein direkt ausgehändigt bekommen und konnte dann sozusagen gleich an dem Tag auch fahren. Wobei, gab es aber überhaupt die Gelegenheit, dass ich ja schon gefahren bin, weiß ich jetzt gar nicht mehr, schon zu lang her. Genau. Und genau, ich habe auch nur eine Theorieprüfung, eine praktische Prüfung machen müssen, habe bei beiden gleich bestanden, Theorie auch komplett ohne Fehlerpunkte und gut, bei praktischer Prüfung weiß ich gar nicht, da wurde mir jetzt nichts irgendwie gesagt, du hast so und so viele Fehlerpunkte gemacht. Ist auf jeden Fall auch alles problemlos verlaufen. Der Prüfer war auf jeden Fall zufrieden mit mir. Und genau, habe ich auch gleich dann beim ersten Anlauf sozusagen die Prüfung bestanden. Ich habe auch jetzt so an Fahrstunden das gemacht, was so der Durchschnitt macht. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fahrstunden ich gemacht habe, weiß ich nicht auswendig. Ist auch schon zu lange her, wann ich da alles gemacht habe und so weiter. Was ich jetzt noch wüsste, aber wie gesagt, so was der Durchschnitt an was so die meisten Fahrschüler an Fahrstunden haben, das habe ich auch gehabt. Also ich habe nicht überdurchschnittlich viele Fahrstunden gehabt, ich habe auch nicht unterdurchschnittlich viele Fahrstunden unterdurchschnittlich wenig Fahrstunden gehabt, sondern ich habe halt so, was so im Schnitt die meisten Fahrschüler an Fahrstunden haben, so viele Fahrstunden habe ich auch absolviert. Genau, also die ganzen Sonderfahrten und halt Übungsfahrten. Als Fahrschulauto hatte ich einen VW Golf 7. War auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit dem Auto. Genau, ließ sich gut fahren halt, ja, mit Schaltgetriebe, ja klar, weil ich habe ja, gut, man kann ja auch mit Automatik machen den Führerschein, aber Großteil macht es natürlich schon wahrscheinlich, also ich glaube schon der Großteil, dass die mit Schaltgetriebe machen, so wie ich jetzt auch, also ich habe auch mit Schaltgetriebe gemacht, dass man halt Automatik und Schaltgetriebe beides fahren kann. Genau, so, wir fahren jetzt mal vor das Auto, weil wir ziehen dem, glaube ich, eh davon, oder? Na, im Moment klebt er noch hinten dran. So, was gibt es dann dazu noch zu sagen? Genau, Theoriestunden habe ich ja auch alle besucht, und zwar sind das ja 14 Theoriestunden, die man da besucht, mit verschiedenen Themen. Alle haben so um die 90 Minuten halt gedauert, wo man halt dann Verschiedenes da halt gelernt hat. Und dann war es ja immer noch so, dass man halt für die praktische Prüfung, da habe ich so ein, von der Fahrschule so ein, so eine Software zur Verfügung gestellt bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt heißt. Beziehungsweise halt sowas, wollen wir mich hinten drauf fahren. Wir sehen den gar nicht mehr vor uns. Genau, so eine Software zur Verfügung gestellt, beziehungsweise halt so ein Code oder sowas halt, so eine, wie als wenn man im Programm irgendwie so ein Key bekommt, genau sowas halt, um mich dann halt online in so eine, auf so eine Internetseite so zu registrieren und dann halt dort mich per so Online-Lernhilfe ist es,
halt dann auf die Theorieprüfung vorzubereiten. Da kann man halt alle Fragen durchgehen. Da gibt es so einen geführten Lernweg, geht mal alle Fragen durch. Und also alle Theoriefragen mindestens geht man da einmal durch. Und es guckt halt, wo man halt schon die Fragen gut beantwortet, wo man halt nochmal ein bisschen Verbesserungsbedarf benötigt, wo man ein bisschen nochmal die Fragen besser nochmal durchschaut vor der Prüfung. Und genau, man kann halt auch so Prüfungssimulationen machen, wo man so Prüfbögen halt abarbeitet. Und damit war ich mit dem Programm auf jeden Fall auch sehr zufrieden. Konnte mich damit auf jeden Fall auch gut zurechtfinden, konnte gut damit arbeiten und mich damit auch gut auf die Führerscheinprüfung vorbereiten. Genau, und es gibt ja jetzt auch seit Anfang 2014, ich glaube April, wurde es eingeführt, so Videofragen. Die kamen bei mir dann auch in der Prüfung dran. Ich glaube, zwei sind es im Moment, die da dran kommen. Zumindest als ich Prüfung hatte, kamen da zwei dran. Das sind halt dann so Videos, 15 Sekunden ungefähr. Und die werden halt dann abgespielt und dann kommt danach so eine Frage. Aber bei mir war es dann so, ich habe da so oft die ganzen Videofragen mir angeschaut, selbst wenn ich schon das Startbild gesehen habe von dem Video, wusste ich, um was es in dem Video geht. Und ja, gut, aber ich habe es natürlich trotzdem nochmal angeschaut und nicht einfach so, ich wusste ja, da weiß ich die Antwort sofort drauf. Ich habe es natürlich trotzdem nochmal angeschaut und genau, um halt sicher zu gehen, dass es auch dann das Video ist, ne, in der Prüfung und nicht dann irgendein anderes. Genau, dann kommt halt dann danach die Frage, aber man darf halt, kann sich das Video nicht nochmal angucken, sondern, also wenn man dann die Frage aufgerufen hat, sondern muss dann sofort halt die Frage beantworten, beziehungsweise kann das Video halt nicht mehr anschauen. Fünfmal darf man es maximal anschauen und sobald man halt weiter zur Aufgabenstellung drückt, kann man nicht mehr das Video anschauen. So, die Bäume sind verkauft, wir haben 315.000 Euro auf dem Konto, sehr, sehr schön. So, dann lass uns wieder auf den Weg zurück in den Wald fahren. So. Genau, also was kann ich noch dazu sagen? Also generell halt die Fahrschule und so hat mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ich war auch sehr zufrieden mit meinem Fahrlehrer, war sehr nett und alles. Haben immer sehr viel Spaß gemacht, die Fahrstunden. Und genau, habe auch einiges da gelernt. Damit war ich auf jeden Fall auch zufrieden. Die Theoriestunden fand ich jetzt auch überhaupt nicht langweilig. Also die waren echt richtig gut gestaltet, immer richtig, auch richtig lustig immer und so. War auf jeden Fall auch richtig cool. Und auf jeden Fall auch sehr interessant halt, genau. So viel zur Fahrschule, Dings, genau, Auto habe ich ja auch gesagt, was ich hatte. So viel dazu, Prüfung habe ich eigentlich auch. Alles klar, genau, die Prüfung, praktische Prüfung dauert ja im Schnitt 45 Minuten. Ich weiß, bei mir war es vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber so zwischen, ich glaube, 35 bis 45 Minuten irgendwo in dem Dreh hatte ich Prüfung. Es hat meine Prüfung gedauert, genau, ich muss halt dann rückwärts einmal längs zur Fahrbahn einparken. Eine Gefahrenbremsung musste ich machen, umkehren kam bei mir dran, also spezielle Sachen halt. Da sucht der Prüfer sich ja immer so ein paar Sachen aus. Wobei Gefahrenbremsung, glaube ich, sogar Pflicht ist. Und halt einparken ist entweder längs oder quer. Also ich habe halt längs zum Bordschein so rückwärts eingeparkt. Genau, mit dem ich gefahren bin, der hatte auch so Parktronic. Ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Fahrschulautos ist. Also bei den anderen, die in der Fahrschule dann noch waren, hatten das, glaube ich, auch. Das ist einfach dann so ein Piepsystem. Ich glaube, es heißt Parktronic, keine Ahnung, wie das so stimmt. Auf jeden Fall war es halt dann so Pieps, Beep, 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 Beep. Kennt ihr vielleicht von den neueren Autos oder so. Wenn man halt irgendwo ein Objekt näher kommt, was halt das halt dann so Pieps und den Abstand so ein bisschen im Display darstellt, in verschiedenen Farben. So, man weiß, wie nah man denn schon an so einem Objekt da irgendwo dran ist. Genau, und was es aber noch hatte, ist sogar eine Rückfahrkamera, aber die durfte ich jetzt auch nicht in der Prüfung benutzen. Also die geht zwar an, wenn ich einen Rückwärtsgang reinlege, aber ich darf nicht einfach nur auf die Rückfahrkamera gucken und dann halt rückwärts in die Parklücke reinfahren. So, ich muss schon hinten aus der Heckscheibe gucken. Also beim Rückwärts-Einparken muss man halt meiste Zeit rückwärts aus der Heckscheibe gucken. Will der Prüfer auch so, der sitzt ja hinten rechts und so. Und der sieht es ja auch, wenn man dann nicht mehr nach hinten so schaut. Also der will schon, dass man größtenteils nach hinten schaut. Wobei man halt so dann mal kurz so einen Blick vielleicht auf die Rückfahrkamera werfen kann, wenn man hinten irgendwie was hat, ein Auto, wo man da hinten dran einparkt, um einfach nicht dagegen zu fahren oder so. Aber man sollte einfach die ganze Zeit, die meiste Zeit hinten aus der Scheibe rausgucken, 99% der Zeit hinten raus, während des Rückwärts-Einparkens aus der Scheibe nach hinten rausschauen. Genau, und das habe ich, der Fahrlehrer hat mir gesagt, lass dir da ruhig Zeit beim Einparken, keinen Stress. Und das habe ich halt auch wirklich schön langsam gemacht, dass halt alles gut ist, schön langsam und nur mit Kupplung kommen lassen und so gar kein Gas gegeben, schön langsam da eingeparkt, rückwärts eingeparkt, damit es halt auch alles gut verläuft, genau. Weil wir eine Prüfung haben ja sozusagen alle Zeit der Welt, also man muss ja nicht extra, also man soll natürlich schon dem Prüfer auch zeigen, dass man jetzt irgendwie halt ein 50er-Zone auch ruhig mal 50 fahren kann, aber man muss jetzt zum Beispiel auf dem Rückwärts einparken nicht irgendwie hetzen, dass man zeigt, ja, ich kann, bin hier der schnellste Einparker der Welt, man ist ja auch noch Anfänger, das ist so eine Sache, also wenn man nicht viel davor eingepackt ist, dann sollte man lieber auch ein bisschen nochmal gucken. Man braucht es ja gar nicht zu unter Druck zu setzen, von der Zeit her ist ja alles ganz
entspannt, genau, also braucht man sich gar nicht so zu hetzen beim rückwärts einparken, genau, habe ich jetzt auch nicht, bin halt ganz locker langsam da rückwärts eingeparkt, genau. Und was bei dem Golf noch richtig cool ist, da kommt man diese, der hat so eine elektronische Spiegelverstellung, wenn man die nach rechts einstellt, auf den rechten Außenspiegel und dann den Rückwärtsgang einlegt, dann klappt der rechte Außenspiegel so komplett nach unten, dass man also so, wie wenn man den komplett nach unten stellen würde, sodass man den Bordstein dann sieht. Und da gab es einen Trick, und zwar hat mir mein Fahrlehrer gesagt, dass halt, wenn ich dann einlenke und so zum Bordstein so schräg dran komme, sobald ich da, also man sieht auch ein bisschen das Hinterrad und so, sobald man dort dann den Bordstein, die Bordsteinkante erblickt, so komplett nach links halt gegenlenken, um das Fahrzeug dann parallel zum Bordstein zu bekommen. Und ja, hat auch super geklappt. Mein Fahrlehrer war auch richtig zufrieden mit mir, mit meiner Leistung, auch beim Einparken generell und so. Genau. Genau, da gab es halt dieses eine mit dem Spiegel da, das hat auf jeden Fall auch sehr geholfen. Hier sieht's aus. Ja, Leute, aber jetzt habe ich doch noch gar nicht alles geschafft zu erzählen. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen was über den Führerschein erzählen, wie der aussieht und so. Kann ich euch dann im nächsten Teil noch ein bisschen was dazu erzählen. Denn das war's an dieser Stelle schon wieder hier von diesem Teil von Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 Forstwirtschaft auf der Map to Rivers. Wenn euch der Teil gefallen hat, dann vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken. Würde ich mich riesig drüber freuen, und dann hören wir uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut.